Roter Sandstein. Entstanden vor 250 Millionen Jahren. Von der Zeit geformt. Von Wind und Wasser gemeißelt. Kunstwerke der Natur. Das ist eine ganz andere Welt, als ob man so einen Vorhang aufmacht, durch die durchgeht und aus diesem ganzen, sag ich mal, modernen Zeitalter rausschreitet. Das Dahner Felsenland. Bodenständig, urwüchsig, wild. Unerschütterlich, wie die Felsen, die diesem Land den Namen geben. Früh am Morgen, in einem Tal bei Erlenbach, kann es zu ungewöhnlichen Begegnungen kommen. Wasserbüffel im Dahner Felsenland. Familie Eichberger hat sie in die Pfalz geholt. Es gibt so einen Schmusebüffel da. Ursprünglich stammt der Wasserbüffel aus Asien. Also sie sind schon ganz anders da wie Kühe, vom Charakter her. Ruhiger, gelassener ein bisschen. Herkommen tun sie schon gut. Also das Einfangen lassen sie sich, wenn sie umgestellt werden oder über Winter, wenn die Hemd fahren zu uns. Also das klappt gut. Nur sind sie ein bisschen sturer wie die Kühe. Dafür aber sind sie Landschaftspfleger. Fressen eingeschleppte Pflanzen, die den heimischen Arten Platz und Licht rauben. Die fressen unsere Kühe und unsere Schafe fressen die nicht. Und aus dem Grund haben wir uns die Wasserbüffel geholt, die fressen das als allererstes. Also die fressen lieber das Springkraut wie normales Gras. Dirk Eichberger ist ein echter Tausendsasser. Hauptberuflich Motorradmechaniker, Harley-Fahrer. Ansonsten Naturbursche mit Liebe zum Dahner Felsenland. Fahr mal hin, macht eine Reise in den Süden von Rheinland-Pfalz. In das Land der Burgen, Felsen, der Wälder und Hügel. In ein Land, in dem man der Natur ihren Raum lässt und das Ursprüngliche bewahren will. Dirk Eichberger ist außerdem auch noch der Bürgermeister von Erlenbach. Für ihn alles ganz normal. Es gibt bestimmt noch mehr Bürgermeister, wo Harley fahren. Ich weiß nicht, oder? Wo Büffel züchten. Also. Ich finde, dass das ganz gut zusammenpasst. Ist ja ähnliche große Gemeinde, Schafsherde, Büffel. Also hat ja Gemeinsamkeiten, findet man überall. Ne? Für so Naturbursche, sage ich einmal, passt das ganz gut, die Motorräder. Das Raue und die Fahrerei ist doch was anderes, wie wenn man im Gartenstuhl sitzt. Und das ist ihr Hof, der Linsenbühler Hof. Petra Eichberger kümmert sich um die Schafe. Die beiden Töchter, Emma und Tina, helfen mit. Jeden Morgen um 7 werden die Tiere gemolken. Petra Eichberger wird aus der Milch Käse und Joghurt herstellen und in dem kleinen Hofladen verkaufen. Oder an Restaurants der Region liefern. Die Rasse? Ostfriesische Milchschafe. Zutraulich und geduldig. Es gibt auch Schwarzkopfschafe, die das Fleisch liefern. Doch die stehen auf der Weide. Petra Eichberger hat sich das Käsen zum großen Teil selbst beigebracht. Im ersten Jahr viel experimentiert. Jetzt hat sie den Dreh raus. Mensch und Tier sind gut aufeinander eingespielt. Aber den Käse gibt es nicht das ganze Jahr über. Also das sind nur 7 Monate. Das liegt aber nicht an mir, das liegt an den Schafen. Weil die Schafe geben nur 7 Monate Milch. Und dann meistens
im März, also um Ostern rum, kommen die Lämmer und dann fange ich an zu melken und Käse zu machen. Und es geht dann so bis Ende September, Anfang Oktober. Und dann haben sie wieder Winterpause. Es richtet sich bei uns halt alles nach den Tieren, ist klar. Es geht morgens mit Melke los, sie macht Käse, ich versorge mein Schäf, mein Kie. Und abends gehen wir, sage ich mal, mit der Sonne ins Bett. Im Sommer haben wir viel Arbeit, im Winter ist es ein bisschen ruhiger, machen wir draußen nicht so viel. Klar, dann auch noch Arbeit im Stall oder so. Aber es richtet sich schon alles nach dem Leben mit den Tieren bei uns. Und nach der Natur. Und nach der Natur, nach der Sommer-, Wintermonate, klar. Sich dem Rhythmus der Natur hingeben. Freude an den einfachen Dingen haben, das ist das Typische am Dahner Felsenland. Wie die Natur arbeitet, das kann man auf der Burg Altdahn besonders gut sehen. Ulrich Diehl ist Biologe und Leiter des Fischbacher Biosphärenhauses. Für ihn bergen die Felsen mit ihren Löchern und Höhlen immer wieder Überraschungen. Ich wusste immer, dass irgendwo noch ein Ameisenlöwe drin ist, aber... Dieser Sandsteinfels mit seiner kompletten Umgebung ist ein Eldorado für alle trockenliebenden Tiere. Also es gibt hier auch gerade in diesen Lückensystemen sehr, sehr viele Mauereidechsen. Und jede dieser Kluften hier oder dieser Spalten bietet natürlich bestimmten Tieren Platz und auch ein gewisses Habitat. Und dementsprechend ist es super wertvoll, nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die Ökologie. Wie große Waben. Wie ein Riesenschwamm sehen die Verwitterungen aus. Nur Steine sind zurückgeblieben, wo zu Urzeiten Wasser floss. Es trug Kiesel mit sich und die sind immer noch zu sehen. Hier hat sich dann so eine relativ massive Platte gebildet aus diesem Sandstein, die sehr fest war. Und im Laufe der Jahrhunderte, Jahrmillionen, ist das Ganze abgespült worden und erosiert. Und dann hat man letztendlich diese Felsen als Zacken in der Landschaft stehen gehabt zum Schluss. Und der Rest, das weiche Material, ist einfach weggeschwemmt worden. Die Felsen, sie waren ein Geschenk der Natur an unsere Vorfahren. Das Fundament für ihre Burgen. Der Pfälzerwald ist dünn besiedelt. Bis zu 90% seiner Fläche bestehen nur aus Wald. Und mittendrin, meist in den Tälern, ab und zu ein kleines Dorf, wie Buntental. Ein Dorf, in dem Tradition mehr ist als nur ein Wort und Familie noch was zählt. Also das ist die Mutter von mir. Ich bin die älteste Tochter vom Haus Fröhlich. Und das ist dann meine Tochter, die hat dann die Metzgerei jetzt, also die vierte Generation übernommen. Und das ist die Schwester von mir. Seit 90 Jahren ist die Metzgerei Fröhlich in Familienbesitz. Und seit 90 Jahren wird hier die berühmte Pfälzer Leberwurst gemacht. Dafür ist der einzige Mann in der Familie zuständig. Jürgen Zwick hat zwar das Rezept vom Opa seiner Frau, aber genaue Mengenangaben braucht er nicht. Ja. Nee, alles rein gefühlsmäßig. Vom Material bis zu der Würzung wird alles rein gefühlmäßig. Und das wird ein bis andermal. Und das ist die Kunst an der Leberwurst. Das hat man ganz einfach im Blut. Beruflich und privat auf engstem Raum. Aber auch nicht immer nur ein Herz und eine Seele. Es gibt Höhe und Tiefe, muss man schon sagen. Sehr. Wir streiten und vertragen uns. Ja. Es gibt immer wieder
Man schlicht sie immer wieder. Das ist die Chefin da und die Altoma, die schlichtet. Der Opa. Noch von altem Schrot und Korn hat es den Frauen nicht so recht zutrauen wollen, allein eine Metzgerei zu führen. Aber dann hat die Enkelin geheiratet. Einen Metzger. Der war überglücklich, der konnte es gar nicht glauben. Der war, endlich hat die Tochter oder Enkeltochter dann auch einen Metzger geheiratet. Ich habe gesehen, wie es weitergeht. Ja. Meine Hochzeit hat er noch miterlebt. Ja. Das war dann im Mai haben wir geheiratet und im Juni ist er gestorben. Juli, gell? Im Juli. Juli. Ja, Juli. Ja, 8 Wochen später ist er gestorben. Ja. So. Im Laufe der Jahre ist die Metzgerei Fröhlich sogar noch gewachsen, hat viele Mitarbeiter. Geblieben ist die Leidenschaft für die einfachen, die guten Dinge, wie die Pfälzer Leberwurst. Was in unserer Region unheimlich gesucht wird. Ich also eine gute Pfälzer Leberwurst. Leberwurst wird überall gemacht, aber halt nicht so, wie sie bei uns gemacht wird in unserer Umgebung hier. Das ist einmal wieder bei uns im Donnerdorf, wer die beste Aufnahme macht. Das ist so. Ja. Das Einfache und Ursprüngliche, das lieben sie hier. Der Natur auch einmal nur ihren Lauf lassen. Das Dahner Felsenland gehört zum Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, das sich bis nach Frankreich hinein erstreckt. Hier gibt es Gebiete, in denen außer dem Förster nur die Natur schalten und walten darf, wie sie will. Klaus Gehrmann ist der Revierförster von Dahn und auch verantwortlich für das Moosbachtal. Hier wird von forstlicher Seite überhaupt nichts mehr gemacht. Hier entwickelt sich alles natürlich. Früher war hier ein Damm, wo Wasser aufgestaut war. Hat sich hier in diesem Bereich ein Erlenbruchwald von Natur aus entwickelt. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen dieses Moosbachtal wieder zu seiner natürlichen Entwicklung zurückführen. Und da gehört dieser Erlenbruchwald mit dazu. Der Mensch und sein Verhältnis zum Wald ist zwiespältig. Holz ist ein wertvoller Rohstoff. Und der Baum gleichzeitig ein Anblick, der Seele gut tut. Ein schöner Baum. Es gibt ja natürlich ästhetisch schöne Bäume, was man so allgemein als schön empfindet. Ein Baum, der eine Krone hat, die fast bis nach unten geht, der Äste hat bis nach unten, der so ein bisschen verwunschen aussieht und so etwas eine verwunschene Stimmung erzeugt. Aber diese Bäume sind forstwirtschaftlich nicht immer die wertvollsten. Das sind nicht die Bäume, die sich auch gut verkaufen lassen, weil wir von Forstseite versuchen, astfreies Holz, gerade astfreie Bäume zu erzielen. Also nicht immer, was ein ästhetisch schöner Baum ist, ist auch ein forstwirtschaftlich wertvoller Baum. Klaus Gehrmann wollte schon als Kind Förster werden. Auch heute noch sein Traumberuf. Er kann die Zukunft mitgestalten. Der Wald hat seine eigene Zeitrechnung. Das sind ja 300 Jahre, die der Wald braucht, bis er sich entwickelt hat. Da hat man ja maximal 30 Jahre die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Und dann muss man eben schauen, dass es nachhaltig ist, dass man auch für die Zukunft sorgt. Und wenn einem das gelingt, dann ist der Beruf des Försters ausgefüllt. Die Reise geht weiter. Nach Ludwigswinkel, direkt an der französischen Grenze. Mittagszeit im Gasthaus Landgrafen. Hier kehren auch gerne die Franzosen ein. Und die wissen, was gut schmeckt. Die Küche? Hausmannskost. Gerichte, die sonst fast verschwunden sind von modernen Speisekarten. Grenzenlos berühmt sind die pfälzischen Kartoffelknödel, die hier Horiche heißen. Guten Appetit. Die Pfälzer Küche ist eine Küche, die mit einfachen Zutaten auskommt.
Für die Horische braucht Klaus-Dieter Liesenfeld vor allen Dingen Kartoffeln oder Grumbeere, wie man auf Pfälzisch sagt. 2/3 rohe und 1/3 gekochte und geriebene Kartoffeln. Wichtig ist, dass man so viel wie möglich von der Flüssigkeit aus den Kartoffeln rausdrückt, damit man später eine Bindung kriegt für den Kloß. Dazu kommen Eier und etwas Mehl. Aus dem Teig formt Klaus-Dieter Liesenfeld Nocken, die vorsichtig in heißem Wasser gegart werden. 10 Minuten circa Garzeit sind die ersten Horiche fertig mit einer Strubbelauser. Früher hat man auch die restlichen Knödel aufbewahrt und hat sie dann den nächsten Tag in Scheiben geschnitten und gebraten und mit Apfelmus noch gegessen. Das war dann noch mal am zweiten Tag noch einmal ein Hauptgericht. Ludwigs Winkel wurde 1738 vom Landgrafen von Hessen-Darmstadt gegründet, als Erholungsort für seine Soldaten. Vom Militär geprägt blieb der Ort auch weiterhin. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Franzosen hier ein Truppenlager. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann die Amerikaner ihre Spuren hinterlassen. Und was eine ganz große Erinnerung ist, ist die Zeit, in der die Amerikaner da waren. Und ja, man hat sich dann ergötzt an den vielen Hubschrauber, die gekommen sind. Wir sind auf die höchsten Berge, um zu sehen, wo die dann landen. Und ja, man ist eigentlich mit dem Zeitalter der Amerikaner in dem US-Depot groß geworden. Area One. Hier hatten die Amerikaner ihre Atomsprengköpfe gelagert. Bewacht wie eine Burg. Ein Hochsicherheitsbereich. Nach dem Ende des Kalten Kriegs war er sinnlos geworden. Die Natur hat sich den Ort zurückerobert. Expedition in die Vergangenheit. Der Biologe Ulrich Diehl ist unterwegs mit Hans und Waltraud König, Experten für Fledermäuse. Der Weg führt in einen Bunker des Westwalls, in die Felsen gebohrt von den Nazis. So, das machen wir jetzt mal auf. Hoffentlich klappt das. Ja. So. Man hat schon versucht, durchzusägen. Das haben wir dann zum Glück gemerkt und haben es reparieren lassen. Ja. Und das Lustige ist, es ist drin nichts zu finden. Ja. Null. Kein Hitlerschatz, keine Waffen. Kein Bernsteinzimmer. Kein Bernsteinzimmer. Null. So, so, der nächste. Eigentlich ist diese Region hier ein geschichtlicher Hotspot, wenn man so will. Und eine Sache, die eigentlich kaum präsent ist, ist dieser Vormarsch der Amerikaner im März 1945. Haben die hier tatsächlich so 5-6 Kilometer von uns entfernt zum ersten Mal die Grenze vom Deutschen Reich überschritten und sind hier nach Deutschland einmarschiert. Das war also praktisch das Einfalltor der Amerikaner. Hier direkt ist nicht zu erkennen, wenn man es nicht weiß, wo es ist. Aber es ist, finde ich, eine ganz bedeutende Sache. Das war praktisch das Anfang vom Ende, dass der Zweite Weltkrieg geendet hat hier. Die Natur kümmert sich nicht um Geschichte. Für sie ist der alte Bunker nur ein idealer Lebensraum. Alles voll. Oh. Oh, ja. Ein Fraßplatz des Langrohrs, wahrscheinlich braunes Langrohr. Was wir hier häufig haben in der Pfalz, wo wir ganz stolz drauf sind, das sind die Wimperfledermäus. Die ist die Pfalz, und zwar die Südpfalz, ist eigentlich die Region, wo es die meisten im Winter gibt. Wir kommen auf, letztes Jahr hatten wir 687. Mhm. Und das ist also das meiste in ganz Deutschland. Toll. Okay. Ja.
Also ich finde es faszinierend und bin auch sehr erstaunt immer, was die Natur leisten kann. Nicht in nur so großen Zeiträumen, sondern auch in so einem Lebensalter. Was die sich zurückholen kann, wie die auch, sag ich mal, Dinge in der Natur, die falsch gelaufen sind, wieder egalisiert. Das ist was Tolles. Das ist eine Dynamik der Natur, die hier natürlich in so einer Anlage deutlich zu spüren ist und die man immer wieder wie so ein kleines Wunder sieht. Seen, Weiher, Bäche und Flüsse. Das Dahner Felsenland ist eine Region, in der viele Quellen sprudeln. Einer der vielen Premium-Wanderwege im Biosphärenreservat steht unter dem Motto Wasser. Er führt vorbei an Brunnen und Quellen. Ein Naturschutzprogramm schützt ihre Reinheit, weil auch viele gefährdete Tierarten hier leben. Ulrich Diehl kennt als Naturschützer die Quellen in seiner Region. Und seien sie noch so verborgen. Das hier, diese Stürzquelle, ist der häufigste Typ. Es ist eine Quelle, die sich aufgrund der Gesteinsschichten bildet. Der Sandstein ist ja sehr durchlässig, der lässt das Wasser also durch bis zu einer Schicht, die nicht mehr durchlässig ist. Und dann bilden sich diese Quellhorizonte. Dann muss das Wasser irgendwo hin und fließt dann über diese Quellen ab. Und man meint, oder es ist wirklich so, das Wasser kommt direkt aus dem Stein raus. Auch seltene Tümpelquellen findet man hier. Rätselhaft und magisch erscheint die Landschaft des Dahner Felsenlands. Märchen und Sagen ranken sich um die bizarren Felsformationen. Der Teufelstisch bei Hinterweidenthal. Hier soll der Teufel seine Hand im Spiel gehabt haben. Er hat ihn errichtet, um dort sein Mahl einzunehmen. So erzählt es jedenfalls die Sage. Förster Klaus Germann ist jeden Tag in seinem Revier unterwegs. Natürlich kennt er auch die Geschichten, die man sich seit Jahrhunderten erzählt. Wie die vom französischen Soldaten am Wachtfelsen bei Dahn. Während des Dreißigjährigen Kriegs sollte er hier für sein Regiment Wache schieben. Als die Franzosen weiterzogen, entschied er sich aber zu bleiben. Wegen eines hübschen Dahner Mädchens. Eines Tages aber drohte er aufzufliegen. Bis er auf einmal gehört hat, dass dieses französische Regiment, das damals abgezogen ist, wieder nach Dahn kommen soll. Da hat er natürlich ein bisschen Angst gekriegt und hat gemeint, er wird da wegen Fahnenflucht belangt. Er hat seine alte Uniform aus dem Schrank wieder ausgekramt. Wahrscheinlich war sie ihm ein bisschen eng geworden, weil er hat sicherlich gut gegessen in der Zeit. Und ist dann mit dieser alten Uniform und seinem Gewehr hier wieder hoch auf diesen Wachtfelsen und hat seinem Hauptmann erklärt, er würde schon die ganze Zeit hier oben stehen und würde hier Wache halten. Wir gehen mal davon aus, der Hauptmann hat ihm geglaubt und hat ihn begnadigt und hat ihn noch belobigt, weil er so ein tapferer Soldat war. Und er konnte dann auch in Dahn bleiben, als das Regiment dann wieder abgezogen ist. Ja, er hat eben gewusst, dass es sich zu leben lohnt in Dahn, dem Mittelpunkt des Felsenlands. Hier ist auch das Einkaufszentrum der Region. Mittwoch ist Markttag. Da findet man auch den Verkaufswagen der Metzgerei Fröhlich. Auch auf den Märkten von Landau und Pirmasens trifft man auf das Leberwurstmobil. Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands.
nicht nur ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, sondern auch ein Ort, an dem hart gearbeitet wurde. Früher verdienten hier viele Menschen ihr Geld als Holzfäller und Waldarbeiter, arbeiteten in den zahlreichen Sägewerken. Früher gab es auch in Hinterweidenthal ein Sägewerk. Der Besitzer wohnte in einer Villa. Die Villa gibt es heute noch. Und auch das Mobiliar ist original. Nur die Besitzer haben mit Holz und Sägewerken nichts mehr zu tun. Ralf Pavlicek und seine Lebensgefährtin Iris Herrmann haben das Herrenhaus in ein Hotel verwandelt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich kam am 13.06.2013 das erste Mal die Küchentücher rein und habe den alten Holzherd gesehen und bin von da neben dran ins Herrenzimmer, was ich später sehen, wenn wir essen gehen, und habe den Rest der Substanz erkennen können, wie gut das alles war, und da war es gefehlt. Es war sofort eigentlich im ersten Moment klar, die alte Küche in Verbindung mit einem Hotel, dass man da schon einiges daraus machen kann. Ja. Auch die Zimmer waren schon voll ausgestattet. Der Vorbesitzer hatte gerne seine Geschäftskollegen beherbergt. So, soll ich dir da irgendwas anreichen? Ab und zu wird auch für die Hotelgäste gekocht. Pfälzer Saumagen. Die einfachen Pfälzer Gerichte. Leberknödel, Blutwurst, Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei. Hier heißt der Grumbeerstambes. Wir ergänzen uns gut, was das Kochen anbelangt. Das ist richtig, ja. Meins ist das Schmurgeln, das Braten, das Gulasch zubereiten oder auch mal sowas hier am Herd. Die Iris macht in der Regel dann alles, was außen rum ist, was ja genauso gut sein muss, dass das passt und harmoniert. Die Gerichte sind bodenständig, aber gegessen wird stilvoll. Im Herrenzimmer der ehemaligen Sägewerksbesitzer-Villa. Urwüchsig und manchmal auch dem Himmel nah. Im Dahner Felsenland spielt die Natur mit ihren Elementen, denkt sich bizarre Formen aus. Und bahnt sich ihre eigenen Wege. Für Ulrich Diehl eine andere Welt. Also mich faszinieren diese stillen Orte im Pfälzerwald. Man hat ja doch normalerweise in seinem Umfeld sehr viel Hektik, sehr viel laute Geschichten. Und hier findet man wirklich Bereiche, in denen man sich auf so eine Ursache zurückziehen kann. Das heißt, man ist mit der Natur zusammen. Es ist sonst nichts da, was stört. Und das sind hier, auch wie diese Quelle, das sind so Orte, die sind fast ein bisschen magisch, wenn man so will. Die haben so ein Flair, wo man einfach hinkommt, das Licht passt, die Geräusche passen. Manchmal sieht man Tiere. Also das ist eine ganz andere Welt, als ob man so einen Vorhang aufmacht, durch die durchgeht und aus diesem ganzen, sag ich mal, modernen Zeitalter rausschreitet. Was Menschen gebaut haben, das hat sich die Natur hier oft zurückgeholt. Vielleicht ist deshalb das Dahner Felsenland ein Rückzugsort. Für all die, die das Einfache und die Stille suchen.